Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, wo wir in der letzten Folge unser kleines Forschungsraumschiff gemacht haben und ich vergessen habe, dass wir ja Antriebe bräuchten. Ja, jetzt muss ich für die auch noch einen Platz finden. Das ist ja mal wieder ganz toll. Oh, warte mal, wir hätten... Kann man den nicht klein... Oh, doch, kann man. Kann man nicht irgendwie, dass man sagt, man tut hier links, rechts so leere Tubes dran. Was braucht denn, also mal, blöde Frage, aber was braucht der? FD und Luft, das ist super. Habe ich beides. Habe ich zufällig beides parat. Was ist das? Ist das ein Triebwerk? Du willst mich jetzt kicken, oder? Vier Knoten, okay. Ja, wirklich, was machen kann das auch nicht. Was man machen könnte, ist das abnehmen und sagen, man tut jetzt das hier dran. Das wäre eine Idee. Ja, das machen wir mal so. Dann bleiben wir relativ gleich trotzdem noch. Masse ist immer noch vor den Reifen, das ist gut. Das Einzige, was wir brauchen, ist gleich jetzt ein Intake. Ein Luftintake vorne. Immer so groß, was ist das? Ah, das ist ein Triebwerkschutz, ne? Nix mit Intake oder so da. Basic Intake. Nose Cone für einen Booster. Was ist das? Ein Helikopterblatt. Ich muss echt das nehmen. Ah, den kann ich auch anpassen. Warte mal. Muss ja nicht so groß sein, aber dann... Oh Leute, ich hab die... Weicht die Reifen... Weicht das? Ah, der Reifen ist ja komplett Chips. Okay, nochmal speichern. Aber jetzt starten. Meine Güte, ich habe echt heute voll daneben einfach. Jetzt wird das Ding auch noch abstürzen, weil es einfach nicht passt. Das ist doch so typisch wieder. Ach, schau mal, wir brauchen ja rein theoretisch sowas jetzt mal zur Abwechslung. Und danach, ja... Vielleicht schauen wir irgendwann mal. Ich habe ein paar Ideen schon. Also ich hätte mal überlegt, dass wir eine so Special-Folge machen mit Skripten. Wo wir dann halt wirklich automatisierte Raketen sogar haben oder sowas. Also ich fände es cool, wenn ich... Ich muss mich da aber noch ein bisschen einlesen. Das ist das Problem. So. Ich glaube, der ist jetzt relativ ungebalanced. Schau mal, wie gut das Ding abhebt. Schub rein. Komm schon. Wir brauchen ein Forschungsflugzeug. Das Fliegen kann halt auch noch dazu. Das wäre wichtig. Das wären so mal die Grundaufgaben. Und jetzt können wir hier umschalten auf... Ach, nee, okay, es gibt mehr. Es gibt noch 26.000 Punkte insgesamt. Und dieses Wessel soll er anzeigen. Das wird wahrscheinlich brauchen, bis er das überhaupt erkennen kann. So, jetzt müssen wir natürlich hier schön Gas geben. Komm schon. Yes. Und abgehoben. Es fliegt. Und das ist gar nicht mal schlecht. Ich bin erstaunt. Flying low over Kerbin. Schauen wir jetzt Flying Over Shores. Schauen wir mal. Dann fliegen wir auf die Fidschi-Inseln da vorne. Wie schaut denn das von innen aus? Oh lol, ich habe natürlich ins Zielbereich habe ich jetzt
ein Ding gesetzt. Oh lol. Ausrichten, nach oben mit der Nase. Aber man hat hier gar nichts available, wie scheint gerade. Oh lol, nee, warte. Wie war das so? Nee. Oh fuck. Help. Okay, es war C. Wir sollten den Schub reduzieren. Das Ding ist zu schnell für diese Welt. Habe ich hier schon alles gemacht? Was, echt? Scheint so, ne? Verbose Simulationslog. Costs change name, Sensoren. Und vielleicht kommt er einfach mit dem Mod auch. Oh no, am Ende kommt das Ding mit dem Mod nicht klar. Oh. Nee, aber er kennt's ja. Er weiß, was ich gemacht habe. Wenn wir durchschauen, glaube ich. Grün habe ich gemacht. Schau, das bringt alles viel, 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 viel. Hier unten. Pflanzenwachstumsstudie, why landed on Elon's Mann Closure. Was ist denn eine Pflanzenwachstumsstudie? Und sind die EVA-Forschungsexperiment, weil in Space near Sonne. Overlay, Flay, Flay, okay. Keine Ahnung, vielleicht findet er noch was, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was mein Flugzeug hat, aber es ist ganz schön drehfreudig. Wie scheint. Das wird knapp. Nee, alles 4,2, was? Einfach mal ein bisschen runter. Schau mal, ob wir das Ding landen können hier. Das ist schon mal die nächste Herausforderung. Okay, ich sehe einen Nachteil an den leicht gebogenen Flügeln gerade. Weil das Flugzeug dreht sich dann zurück. Also Flugzeug fliegen kann ich nicht mehr. Das Ding macht ganz komische Drehbewegungen. Nicht auf den Kopf stellen, runter wieder mit der Nase. Also ganz komisches Flugzeug ist das. Ganz komisches Flugzeug. Vielleicht kann mir jemand erklären, wieso das so ist. Dass ich da einfach... Ja, so komisch, wenn das Flugzeug so komisch reagiert. Das mit den leicht getiltet, verstehe ich, aber ich habe ja nicht so stark getiltet. Flugzeug fliegt. Alles stable. Schaut mit dem Energiebereich aus. Schaut auch alles noch gut aus. So. Vorsichtig. Haben die eigentlich auch? Ne, die haben Engine-Brenndauer. Drei Tage. Bremsen aktiviert. Muss noch umziehen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nope, 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 nope.
Es fliegt. Es fliegt aber nicht gut. Es fliegt dementsprechend. Aber schön, der Rumpf hat überlebt. Also die Hälfte der Forschung ist noch da. Kacke. Das war nicht der Plan. Leute, das ist einfach weg. Puff. Ich würde sagen, zum Weltraumzentrum zurück. Das müssen wir vielleicht aufräumen im Müll. Da liegt jetzt ein bisschen Flugzeugmüll. Ja, war ich das? Scheiße. Das kann doch auch nur mir passieren. Mensch, Meier. Mensch, Frau Meier, das geht doch nicht so. So geht das doch nicht. Ja, genau, das da würde ich gerne abholen. Könnt ihr mir die Teile schnell rüberfliegen, bitte? Mit einem Flugzeug, was funktioniert. Scheiße. Ich habe noch vier Trümmer waren es, glaube ich, insgesamt. Die drei Flaps und der Hauptkörper. Ja. Oh, Leute, jetzt kann ich nichts andrücken. Was ist jetzt los? Das kann ich andrücken. Das ist jetzt uncool, eine Sache, du. Map. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Ich kann nichts, also ich kann jetzt gerade original nichts mehr anklicken. Kann ich, Frage. Ah, lol, ich kann dann genau. Oh, what? Prüfe und automatisiere Komponenten. Du willst mir sagen, ich kann jetzt von hier das steuern? Sturm, Nachricht erhalten, es macht. Lol, ich kann auch ausschalten, was für Infos ich krieg. Log, keine Logs. Info, gesamt übertragene Wissenschaft 0. Was ist denn das? Xansauri Beta Shadow. Ziel Mann Station 1001 unloaded. Oh, warte mal, wir haben noch die Dings unterwegs, oder? Warte mal. Bildschirmnachricht. Mod with limited compatibility. X9. You might have problems with these mods. Please consider the Q&A. Ja. Habe ich erwartet. Glaube ich. Denke ich. Hilfe. Also ich hätte jetzt gerne eigentlich Atmosphärenanalyse. Ja, was macht denn der jetzt? Was ist das denn jetzt? Wissenschaftsarchiv. Ich hab sowas. Hä? Telemetry Report, okay. Ja, wir müssen mal kurz verlassen uns im Abmenü. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht schon wieder. Hänge ich schon wieder da und kann nichts machen. Das ist nervig, wenn es immer mal wieder passiert. Das kann echt störend sein, vor allem wenn du schnell was machen musst, weil teilweise bin ich übers, also früher auf jeden Fall, übers Kerbal Center gegangen, um eine andere Rakete zu fliegen. Und es musste zeitgerecht sein, weil früher hatte ich noch ein paar Tasten zu wenig im Kopf. Aber ja, das hätte mir damals geholfen. Laden! Dankeschön. Spielstand fortsetzen. Let's play. Laden. Also wie gesagt, für mich wäre jetzt ein Ziel, was wir auch machen können. Wir schauen mal kurz auf eine meiner Listen, auf eine meiner Infolisten für Raumschiffe. Was die denn sagen? Was die so sagen? Ja, ich kann wieder alles andrücken. Oh, schön. Ich wollte eigentlich jemanden gucken. Astron. Vom. Da steht sogar, dass ich für den Start. Transfer from Kerbin.
Okay. Wir haben, Mann braucht insgesamt, ach, das wird das jetzt draufgerechnet, wie viel ich brauche insgesamt. Ich brauche insgesamt 5000 MS, um zu Ilo zu kommen. Und weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? In der nächsten Folge. In der nächsten Folge bauen wir einen kleinen Satelliten. Wir bauen einen kleinen Forschungssatelliten, der selber lange fliegen soll. Der soll klein, kompakt, viel Wissenschaft haben. Den bomben wir dann voll mit allem möglichen Zeugs, was er braucht. Funk, Radar, alles drum und dran. Außerdem würde ich gerne ein, zwei kleinere Raketen auch bauen, die nur für den Funk da sind im Weltraum. Und ja. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.